We are number one. Deswegen sage ich, Naya Gratler, der Theophan ist am Start. Herzlich willkommen zu Let's Play Star Ranch 5 New Blue Realm. Ja, endlich mal wieder ein Mario 64 Hack. Und das ist auch das erste Let's Play, welches ich mit meinem neuen Mikrofon komplett aufnehme. Und ja, Mario 64 Hack, also ihr seht, ich habe das Ganze schon einmal gespielt. Deswegen weiß ich da auch schon Bescheid, auf was ich mich da einlasse. Aber eine Person dürfte das, glaube ich, nicht wissen. Hey du, wer bist du? Hallo? Ja, du! Der Theophane, sind Sie das? Ja, ich bin's! Oh mein Gott! Schön, Sie kennenzulernen. Hier ist der Horst! Hallo, Horst! Ja, ich würde sagen, hallo, Fire! Wir stürzen uns direkt ins Geschehen und reden mit diesem Toad. Willkommen zum Remake von Star Ranch 5. Hoffe, du genießt deine Zeit hier. Ich meine, du hast immerhin gute Kamera und so weiter und so fort und nicht die Cancer-Kamera, die in Last Impact war. Okay, die Kamera in Last Impact ist scheiße. Erinnere dich daran, für Wandsprünge und so weiter und so fort. Ja, wenn es Star Ranch ist, kann es eigentlich bloß einen Übeltäter geben, der uns das angetan hat. Nämlich, Marcel. Bitte? Marcel Davis. Leider nein. Es ist Brodude. Brodude sagt dir schon was, oder? Könnte sein. Also erwartet eine Menge Nonsens und Memes in diesem Hack. So, Sata. Hi, Mario. Hab dich in den letzten 10 Jahren nicht gesehen. Wo bist du gewesen? Du bist verschwunden und Luigi musste deinen Job übernehmen. Und so weiter und so fort. Lol, ersetzt. Ja, ersetzt. Also, es gibt hier rote Münzen auf der Oberwelt. Und leider kann man nicht nachschauen, wie viele man schon gesammelt hat. Deswegen... weißt du, was der gute Teil... Was das Gute an der Blue Realm ist? Niemand dort mag Ocarina of Time, alles klar. Too many places where that isn't the case. Dingensbums. Okay. Also noch kann man damit arbeiten. 5 rote Münzen. Oh, da fehlen aber noch so paar viele. Yay. Yay. Hier oben war auch was, aber ich glaube keine rote Münze. Vielleicht eine gewisse Herr-Winkler-Münze. Nee, die gibt's hier nicht. Die gibt's nur in SMB. Nein, leider gibt's hier keine Drachenmünze. Tut mir leid, muss ich dich enttäuschen. Ah, okay. Ich sehe, wo die 7. ist. Da ist die 7. Wo ist die 8? Ich finde das eine Frechheit. Was findest du eine Frechheit? Mann Gott, mach doch mal Drachenmünzen hier in Mario 64. Da musst du einfach mal hoffen, dass einer der Hackersteller im Game drinnen ist. So, damit haben wir den ersten Stern. Fehlen nur noch... Warte mal kurz. Hier stimmt was nicht. Jetzt muss... Ach Gott, nein. Das geht ja echt prima los. Hier stimmt was nicht. Also, du hast eins von diesen scheinenden, strahlenden Dingern, die man Stern nennt. Möchtest du speichern? Auf jeden. Du hast einen Stern, ja. Erwarte nicht, diese Textboxen zu sehen. Die werden bloß bei 80 Sternenmünzen, Münzensterne triggern. Ah ja, das hier ist ja auch so, dass man nur noch 6 rote Münzen und 80 normale Münzen für einen Stern braucht. Lol. Warte mal, draußen ist noch ein Toad gewesen, fällt mir gerade so nebenbei ein. Habe ich mit dir schon geredet? Wenn du nicht die Farbe blau magst, dann erinnere dich an unseren simplen Slogan. Simple. Shoutouts to Simple Flips! First try, Idiot. Ja. Willkommen in Castle Blaudia. Ich muss dir sagen, dass ich... Ah ja, ich hab
gefälligst dir das zu sagen, oder ich werde weniger bezahlt. Ja. Da war noch einer. Oh Mann. Das ich werde auch bezahlt, um hier mitzumachen. Yay. Spaß. Mhm. Na, das passt schon. Hi Mario, in diesen Jahren, wo du wir Toads sind zur Blue Realm gekommen und haben angefangen, in diesem Schloss zu arbeiten. Abgesehen davon ist es zu blau. Dass es zu blau ist, ist sehr schön hier. Und das Schild da oben wird dir über die Songs erzählen und so weiter und so fort. Hab einen schönen Tag. Da oben ist ein Schild. Tatsache, da ist ein Schild. Und da steht Read Me. Der Toad hat dich angelogen. Sämtliche Musik ist in der TXT. Der Ersteller war zu blöd, um in jedem Level ein Schild mit der Musik hinzuschreiben. Welp. Bro Dude ist ein faules Stück Scheiße. Yay. Noch einer. Diese Tür führt zum WC, also ebenfalls zum ersten Level. Warte mal. Warum malt man ein... Warum ist ein Gemälde mit einem Level da drin? Überleg dir auch mal. Du springst da raus, während da jemand anders gerade auf Scheißen ist. Was ist dieser Blick auf deinem Gesicht? Oder was soll dieser Blick? Alles klar, Feier. Damit hätten wir alles, was wir über die letzten Jahre gesagt haben. Oh mein Gott, wie geil, eine Toilette. Ja, es ist eine scheiß Toilette drin. Wuhu, erstmal direkt darauf ein Neiböllern. Oder auch was? Nicht. Lol. Ich hab gesagt, da ist ein Level drin. Hallo! Du bist also ebenfalls hier in die Kanalisation gefallen, Mario, oder wie bist du hier gelandet? Na jedenfalls, ich stecke hier fest und habe angefangen, ein Rutschen-Business zu eröffnen. Also wenn du einen Stern willst, dann musst du diese Rutsche in unter 24 Sekunden schaffen. Mach einfach das Beste aus deiner Situation. Bro Dude war einmal hier und hat eine Zeit von 23,1 Sekunden geschafft. Du kriegst zwar keinen Stern dafür, aber ja. Und außerdem gibt es da rote Münzen. So, jetzt heißt es hier Konzentration, bitte. Ah. So. Das Geile ist, wenn man hier irgendwo runterfällt, dann verliert man kein Leben. Von daher. Und ich werde keine Saves benutzen. Schade. Schade, hat doch nicht so ganz geklappt. Hat doch nicht so ganz geklappt. Ja. Was soll denn das denn sein? Bro Dude. BR. Du weißt schon, wie man Bro Dude schreibt. Ja. Bro und dann Dude. Ein Wort. Ist ein Meme. Dude, bro. Was? Das ist jetzt nicht wahr. 24-0. Das ist. Achso, das hatte ich auch mein Mario 64. Wow, ich bin einfach in die Kanalisation gekommen, ohne. Ja. Ohne überhaupt in das Klo selber reingesprungen zu sein. Nein! Okay, dann machen wir mal die roten Münzen hier. Nein. Du bleibst bitte hier. Dann schau dir das mal an, Feier. Das ist auch so ein Detail, was ich echt feiere. Dass da einfach grüne Pisse entlang fließt. Yeah, da hinten in Blau, Alter. Da hat wohl jemand ordentlich am Farbstoff genascht. Nun gut, dann haben wir hier einen Stern. Das ist ein Schimmelpilz. Einen Pimmelschilz? Oh Mann. Roffel. Ja, Roffelkopter ist auch hier drin. Aber weißt du, wer auch hier in diesem Spiel drin ist, unter anderem? Ja. Yeah. Wolfram! Ja! Darauf einen Wolfram-Knopf. Was?
Ja, genau, Wolfram. Der ist halt mal wieder aus der Klapse ausgebrochen. Geil. Ich glaube, das kannst du jetzt schon knicken. Nee, das kannst du schon knicken. Ja, was denkst du, mache ich jetzt hier? Oh, ich verliere doch Leben, wenn ich hier runterfalle. Bro, dude. Woohoo! Und ab geht's. Alter. Perfekt. Na, das wird nicht. Ja, sage ich doch, das wird überhaupt nichts. Toll. Toll gemacht. Ja, was denkst du, mache ich hier überhaupt? Däumchen drehen? Spinnen töten? Digga, das kann ich jetzt auch vergessen, Alter. Ja, was denkst du, mache ich hier? Däumchen drehen? Spinnen töten? Oder mir einen von der Palme wehen? Hoppala, habe ich da wohl etwa wieder böse Wörter in den Mund genommen? Was war denn das für ein Störbett? Das normale oder das Weihnachtsding? Ja, das normale ist ja nicht Weihnachten, Leute. Ja, Weihnachten, Leute. Apropos, Kegi streamt gerade. Kegi, es heißt Kegi, nicht Kegi. Ja, deswegen habe ich dann auch noch streamt gerade gesagt. So von wegen absichtlich alles falsch aussprechen. Verstehst du? Absichtliche Provokation, Alter. Du Kackspangene. Ja, kannst du jetzt auch vergessen. Ah! Also ich sehe schon kommen. Ich werde hier noch. Ich habe mich auf der Toilette. Danke. Danke, so genau wollten wir es nun auch nicht wissen, Herr Fireflyer. Oh ja, Fireflyer. Ja, Fireflyer. Outlast 2 letztens beendet, gell? Ja. War ein schönes, schauriges Horror-Game. Nice. War auch gruselig und blind für mich. Nein! Hast du wenigstens ein Leben. Ja. Oh, und ich könnte sogar rein theoretisch immer Exit-Course. Kursen. Ja, muss da immer wieder rein und so. Ist doch egal, Alter. Ich benutze keine Safe States, da muss man damit auch klarkommen. 6 Stunden später. Endlich hat's irgendwie gekriegt. Oh, der Part ist schon viel zu lang. Wie bei Joker. Digga, es wird keine 6 Stunden dauern. Ich war ja nur bei. Ich war schon mal bei Sessions. Das war's dann an der Stelle wieder komplett. Ja. Nee, ich war schon bei Marathons dabei von Joker, die ging schon 6 Stunden. Ja, Mai, dann wird's Zeit, dass wir auch mal einen 6-Stunden-Marathon hinlegen. Unser längstes waren, glaube ich, irgendwie 4 Stunden. Ja, passt schon. Und ich habe keine Erinnerungen mehr daran, wie lang so unsere Brutal Mario Sessions waren. Ja, schon mal fast den ganzen Nachmittag schon. Wir haben hauptsächlich nachts gemacht und dann hieß es immer am Ende. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Ach, ja. Ja, Patrick. Ja, Patrick, du sagst es, ich hab's! Nö! Oh, Junge, wieso ist das denn so knapp, ey? Was soll denn der Scheiß? Keine Ahnung, Bro, du treut halt gerne. Aber immerhin ist nicht der größte Troll seiner Trolle da drin, der Trollstern. Troller. Weißt du, was ein Trollstern ist? Nee. Das ist so ein Stern, der schaut aus wie ein Stern, zählt aber nicht als Stern. Ja, toll. Aber der schmeißt sich dann trotzdem aus dem Level raus. Ja, was soll denn der Scheiß? Ja, getrollt wird nicht, Digga. Ey, was ist denn das? Ist doch möglich zu machen. Das ist möglich, Digga. Das ist möglich. Geil, ich bin schon wieder Bitte? Warum ist es so schwer? Das ist nicht schwer. Aber guck mal hier, die rutscht das Wasser, sieht aus wie, ja. Schau mal, da haben wir Himbeerspezi, ne? Kennst du?
Du magst keine Himbeeren? Nein. Raus. Oh, Wasser. Können wir uns nicht auf blaue Fanta einigen? Hab ich noch nie getrunken. Schmeckt auch scheiße. Gibt's das über... Können wir nicht bei der normalen Fanta oder irgendwas bleiben? Ich hasse Coke, Vanilla oder Cherry. Oder Cherry Vanilla. Wer auf die Idee gekommen ist, Alter, dem gehört so die Prügeln ausgeschmissen, Alter. Digga, wie wär's mit einer Coca-Cola Orange und so alles? Das wäre mal eine Idee. Boah, bist weit geflogen. Das schaffst du jetzt. Jetzt komm! Jetzt schaffst du! Ja! In your face! Ich hab's gecallt! Ah, meine Ohren!